Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie man Mitläufer überzeugt. In meinem letzten Video, wo es darum ging, wie man Schlafschafe überzeugt, machten viele die Anmerkung, ja, die Leute, die Schlafschafe, die wollen oft ja gar nicht mit einem reden. Sie wollen die Argumente gar nicht hören. Und sie sind dann irgendwie schnippisch. In diesem Fall handelt es sich nicht um Schlafschafe, sondern um Mitläufer. Jetzt muss man verstehen, wie ticken Mitläufer. Viele haben geschrieben, das wäre irrational, man könnte den Leuten nicht mit rationalen Argumenten kommen. Wenn man etwas für irrational hält, dann heißt es, dass man es nicht versteht. Der Mensch handelt immer rational. Der Mensch ist eine Überlebensmaschine. Die Evolution hat dafür gesorgt, dass die Erfolgreichsten von den Erfolgreichen das Allerstärkste überlebt. Das heißt, alle Verhaltensweisen, die wir sehen, haben in der Vergangenheit zum Erfolg geführt. Und so auch die Verhaltensweise vom Mitläufer. Natürlich können unterschiedliche Wege zum Erfolg führen, aber die Mitläuferei ist ganz weit verbreitet. Wie funktioniert der Mitläufer? Der Mitläufer interessiert sich nicht für die tatsächliche Wahrheit, sondern ihn interessiert, mit welcher Wahrheit, mit welcher Meinung er gut durchs Leben kommt. Das heißt, er konsumiert die Altmedien, weil sie dominierend sind, weil es alle gucken. Er möchte das gucken, was alle gucken, um zu wissen, was alle denken, damit er weiß, wie er sich verhalten muss. Da passen ihm alternative Meinungen gar nicht in den Kram, weil das lenkt ihn nur ab. Er möchte ja nur wissen, was muss er wissen, wie er sich verhalten hat, um gut anzukommen. Diese Leute ducken sich weg. Sie denken sich, es ist unabänderlich. Das sind die starken Leute, die geben es vor. Und ich verschwende ja gar keine Zeit darauf, gar keine Energie darauf, mich jetzt mit irgendwelchen tatsächlichen Wahrheiten auseinanderzusetzen, sondern ich passe mich einfach an und laufe mit. Laufe dem Stärkeren hinterher. Deswegen der Mitläufer. Was kann man jetzt dagegen machen? Natürlich probieren die Mitläufer, einem aus dem Weg zu gehen. Und das Erste, was man machen kann, ist Stärke auszustrahlen. Und Stärke strahlt man aus. Stärke ist immer der sich wegdreht. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Mitläufer hinwende und der Mitläufer dreht sich weg, dann bin ich in der Rangliste unterhalb vom Mitläufer. Das wirkt sich beim Mitläufer ganz negativ aus, weil der Mitläufer möchte ja hinterherlaufen, möchte dem Stärkeren hinterherlaufen. Das heißt, das ist kontraproduktiv in der Hinsicht, wenn man sich ihm zuwendet, dann nimmt man einen niedrigeren Rang ein, aus der Sicht des Mitläufers, und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wenn wir den Mitläufer überzeugen wollen, dann darf er nicht das Gefühl haben, dass wir ihn überzeugen wollen, dass wir ihm irgendwie hinterherlaufen. Wie kann man jetzt aber jemanden überzeugen, sagen das verheimlichen, dass man ihn überzeugen will? Man setzt den Mitläufer unter Druck. Am einfachsten ist es für den Mitläufer, wenn er nachher sagen kann, wenn sich die Machtverhältnisse ändern, ich konnte es ja nicht wissen, die Medien haben mir alles gesagt, so, ich war machtlos, ich konnte nichts wissen. Wenn man jetzt dem Mitläufer gegen seinen Widerstand sagt, hier, die Dinge sind so und so. Wenn du dich dem nicht stellst, dann machst du dich schuldig. Ich mach dich schuldig und die anderen machen dich vielleicht irgendwann schuldig. Dann übt das Druck aus. Und dann wird auch die jetzige Mainstream-Bewegung auch schon schwach hingestellt, weil es wird deutlich, okay, das kann bröckeln. Vielleicht dreht sich's irgendwann. Sie haben hier einen Schwachpunkt. Sie können angegriffen werden. Wir greifen sie an, wir haben einen Schwachpunkt entdeckt. Und aufgrund dieses argumentativen Schwachpunkts kann sich es vielleicht auch irgendwann drehen. Ein weiterer Druckpunkt ist der eigene Wohlstand. Die Aussicht auf wirtschaftlichen Ruin. Das heißt, dem Mitläufer sagt man nicht, hier, das ist die goldene Wahrheit, das ist moralisch gut, sondern man zeigt dem Mitläufer hier, der Wohlstand ist gefährdet. Der Wohlstand von deinen Kindern ist gefährdet. Du wirst dafür verantwortlich gemacht. Du hast nichts gemacht, du hast weggeschaut. Wir haben es hier, ich sehe es hier, du hast weggeschaut, ich weiß es. Ich mache dich später verantwortlich, andere machen dich dafür verantwortlich. Und was beim Mitläufer auch noch wirkt, ist, die jetzigen Mächtigen schwach aussehen zu lassen, sie bloßzustellen, sie lächerlich zu machen. Das ist erstmal, ihre Lügen offensichtlich transparent darstellen zu können. Das heißt, wenn wir einfach aufzeigen können, wie bei dem Schlafschaf-Argument, hier, die Leute haben es nötig, die Leute auszuschweigen, die Wissenschaftler auszuschweigen, dann zeigt das ja Schwäche auf bei den Altparteien, bei den Altmedien. Weil sie haben nötig, zu unlauteren Mitteln zu greifen. Das ist immer schwach.
dass wenn man das transparent darlegen kann, hier, dann wirkt das schon mal stark. Weil das ist ja, die Linken denken ja, sie können sich unlauter benehmen und wir können sie nicht drankriegen dafür. Wir können das verbal nicht formulieren. Das ist ja zum Beispiel das Beispiel mit dem Lügenpressebegriff und anderen Begriffen, dass man das nicht so richtig greifen kann, was sie machen. Dass man es verbal nicht formulieren kann. Sie fühlen sich mächtig, indem sie schlechte Dinge machen, mobben, drangsalieren. Und wir können sie aber in der Öffentlichkeit nicht richtig haftbar machen. Erstmal werden wir ausgegrenzt, wir kommen nicht zu Wort. Und dann ist es aber auch schwer, das verbal zu greifen und sie damit anzugreifen. Das sieht man ja, AfD-Leute, Querdenken, in den Talkshows haben sie Angst. Sie trauen sich nicht, das zu formulieren. Das, was diese Leute Schlimmes machen, zu formulieren, weil wenn sie sagen Lügenpresse, dann werden sie blöd dargestellt. Ja, wir sind doch gar keine Lügenpresse, beweis es mir. Da haben sie in Wahrheit wahnsinnige Angst davor. Das heißt, wenn, wenn es einem gelingt, mit so einer Argumentation diese Leute bloßzustellen, hilft das ja stark. Stark ist natürlich relativ, weil wir können die Machtverhältnisse nicht so einfach ändern. Die Mitläufer sehen, wir haben hier die Altmedien, die Altparteien sind dominant, sie haben hier die, überall liest man sie und das drückt Stärke aus. Das heißt, da können wir nur eingeschränkt was machen. Aber wir können selber Stärke ausdrücken, indem wir zeigen, uns geht es gut, wir führen ein gutes Leben und vor allem, wir haben es nicht nötig, euch Mitläufern hinterher zu rennen. Wir verachten euch. Es hat eine Kommentatorin hat so beschrieben, man behandelt diese Leute wie Kinder. Das heißt, das ist auch eine Art und Weise, sich über diese Leute zu stellen. Und zu sagen, ja, ihr seid hier die Mitläufer, ihr seid hier die Kleinen und ich rede mit euch wie ein Kind. Und ja, weil vernünftig kann ich mit euch gar nicht reden. Dadurch stellt man sich auch in der Hierarchie über sie. Anstatt, dass man ihnen hinterher rennt. Ach komm, hier, ich probiere es jetzt zu erklären, seid doch dann auch meiner Meinung und so weiter und so fort. Man lässt die Dinge so fallen, die Fakten, aber man darf nicht so darauf warten, dass es einen Effekt hat. Genau wenn es den Effekt hat, dann guckt man sozusagen weg, als würde es einen gar nicht interessieren. Dann hat der Mitläufer das Gefühl, es interessiert den, interessiert gar nicht, was ich jetzt hier mache. Er hat es jetzt zufällig fallen lassen, aber ihn interessiert es jetzt nicht, dass mich das jetzt irgendwie beeinflusst. Weil wie gesagt, je weniger uns es interessiert, was den anderen beeinflusst, desto stärker wirken wir. Weil dann sozusagen wir wichtiger, unser Leben wichtiger ist, als was diese Leute machen. Das drückt Stärke aus. Bei den Mitläufern kann man nicht erwarten, dass man sofort einen Effekt erzielt. Weil wie gesagt, sie interessieren sich nicht für die Wahrheit, sie interessieren sich für die Mehrheitsmeinung und konsumieren die Altmedien. Sie wissen, es ist ihnen auch vollkommen egal, sie wollen nur die Mehrheitsmeinung haben. Die Wahrheit interessiert sie nicht. Sie möchten nur ein gutes Standing haben. Und wir sind in der Außenseiterposition im Moment. Das heißt, man kann da gar nicht zu viel erwarten. Aber steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und auch wenn es jetzt nicht gleich klappt, wie gesagt, man lässt die Dinge fallen. Und es kann dann auf der Waage irgendwann kippen, wenn dann die Angst vor Wohlstandsverlust oder auch vor zukünftigem Ansehenverlust, dass man zur Verantwortung gezogen wird, das kann dann doch einige Mitläufer vielleicht zum Umkippen bringen. Das war jetzt Mitläufer. Was jetzt noch fehlt, das sind die Faschisten. Faschisten, das sind die bekannten Leute, die wir hier auch in den Kommentaren sehen. Diese folgen dann im nächsten Video. Was man da machen kann. Was natürlich am wenigsten aussichtsreich ist, da überhaupt Energie zu verwenden auf diese Leute. Aber man kann sie auch demotivieren. Aber das dann in einem weiteren Video. Sonst wird es zu lang. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.